Hey Leute, wie ihr gesehen habt, im letzten Video ist ein neuer Karton da. Das heißt, das Projekt Nummer 2 kann starten und hier mal ein kurzes Video dazu, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Ich habe eines Tages, sprich am letzten Wochenende, eine E-Mail bekommen, dass mein Wunschpreis erreicht wurde. Ich habe nämlich das Fluvel Flex in der 34 Liter Version beobachtet und mir da eine Preisgrenze von 82 Euro gesetzt und die wurde jetzt angeblich unterboten. Sprich, bei Idealo nachgeschaut, das ist so meine Standard-Preis-Vergleichs-Suchmaschine neben Geizhals und geschaut, wie dann sich der Preis überhaupt entwickelt hat in letzter Zeit, ob es wirklich ein gutes Angebot ist oder ob es eigentlich überteuert ist. Und das hat sich herausgestellt, nö, das Fluvel in Schwarz, diesmal wollte ich es auch in Schwarz ausprobieren, ist wirklich im Verhältnis zu vorher relativ günstig. Ja, noch ein bisschen geguckt, welche Varianten es gibt und vor allem bei welchem Shop das im Angebot ist. Diesmal war es nicht bei Amazon, bei Amazon war es auch noch relativ günstig, aber da ich mir für dieses Projekt jetzt vorgenommen habe, diesmal alles online zu bestellen und den lokalen Handel im Gegensatz zum ersten Projekt einmal komplett auszuschließen, um mal zu gucken, wie das läuft und wie die Ersparnisse sind und ob das Sinn macht oder auch keinen Sinn macht und ob man auch das bekommt, was man bestellt, gerade beim Zubehör. Das wird sich dann rausstellen. Ja, bei eBay habe ich dann geschaut. Komisch, 86,80. Aber das Ganze ließ sich dann mit dem aktuellen Gutschein nochmal um 5 Euro reduzieren. Und ja, in den Vorschaubildern sieht auch das Schwarze ganz gut aus. Und ich denke, mit hellem Sand und der dunklen Wand wird es doch schöner oder interessanter werden als die weiße Version. Ja, wie gesagt, geschaut. Beim Händler 100% Käuferzufriedenheit, alles super, da hat sogar schon fast 300 Becken davon verkauft. Kann also nicht ganz verkehrt sein. Ja, das Ganze ab in den Warenkorb, nochmal alles geprüft. Es sollte sogar zeitnah geliefert werden und ja, das ist ja schon da und anscheinend auch sehr, sehr gut verpackt, wie ihr schon im letzten Video gesehen habt. Und ja, schnell noch bezahlt, üblicherweise mit PayPal, weil es einfach am schnellsten geht. Nochmal alles überprüft, den Gutscheincode eingegeben, mal schauen, ob er funktioniert. Eingelöst. Und siehe da, 5 Euro Gutschein und das Ganze somit beim Preis von unter 82 Euro, sprich 81,80 Euro. Inklusive Versandkosten. Das Ganze dann noch schnell bezahlt, über PayPal eingeloggt und alles relativ problemlos. Das ist natürlich auch der Nachteil, dass das heutzutage alles über Mobilgeräte machbar ist. Sprich, die Hemmschwelle einzukaufen und zu bezahlen ist natürlich auch mit Absicht sehr, sehr niedrig gehalten und dank PayPal ist es auch sehr, sehr simpel gewesen. Ich muss nicht mehr eine Banken-App eine Vorabüberweisung machen, warten, dass das Geld ankommt. Und man hat sogar angeblich überall noch Käuferschutz. Also was will man mehr? Es ist eigentlich wirklich selber sehr einfach gemacht worden, das hart verdiente Geld auszugeben. Und hat ja in diesem Fall auch wieder wunderbar geklappt. Also wie ihr gesehen habt, der Karton ist da. Und ja, ich möchte das Ganze zeitnah auspacken und dann geht's mit Projekt Nummer 2 los. Bis dann, euer Stefan.